Der Aufstieg in die erste Bundesliga war für die Niners zum Greifen nah. Doch es sollte nicht sein. Die Partie in der Chemnitz Arena endete am Samstag vor knapp 5.300 Zuschauern, 80-85 für die Gotha Rockets. In der Halbfinalserie steht es nun 2-1 für die Chemnitzer. Ja, so kurz nach der Niederlage tut es natürlich weh, ist klar. Die Mannschaft hatte sich schon mehr ausgerechnet, hatte gehofft, heute zu gewinnen und damit ins Finale einzuziehen und den Aufstieg perfekt zu machen. Aber so ist der Basketball. Gotha hat das heute sehr, sehr gut gemacht. Von Anfang an sehr, sehr stark verteidigt, war wirklich sehr, sehr intensiv auf dem Spielfeld. Und ja, das haben wir über das ganze Spiel eben nicht so richtig aufnehmen können. Sind immer einen kleinen Rückstand hinterhergelaufen. Dann waren wir mal dran im vierten Viertel, aber letztlich, wie gesagt, war das Momentum heute auf Seite der Gäste. Glückwunsch dazu. Jetzt steht es 1-2 aus Sicht der Gotha oder 2-1 aus Sicht von Chemnitz. Es gibt ja noch zwei Chancen und jetzt geht es wieder los am Montagabend dann in Gotha bzw. in Erfurt, wo die Gotha spielen. Bleibt nur noch den Niners für die vierte Partie gegen die Gotha am Montag ganz fest die Daumen zu drücken.